Hi, Piranha hier. Ich habe für euch das Video in mehrere Kapitel unterteilt. Je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr dann entsprechend zu den Kapiteln einfach rüberspringen. Dieses Video ist direkt gedacht für die Leute, die neu sind, die in Squad einsteigen wollen, als Begleitvideo. Sprich, ich nehme euch ein bisschen an die Hand, stelle mit euch die Grafik-Settings ein, begleite euch ganz kurz durchs Tutorial und dann gehen wir direkt ins Spiel und dann quatsche ich die ganze Zeit euch voll, auf was für Dinge ihr achten könnt, auf was ihr Dinge achten solltet, damit ihr einen leichteren Start in Squad habt. Und damit dann direkt den Spaß mitnehmen könnt, weil wenn man am Anfang keine Ahnung hat, was man tun soll, wie man es tun soll oder was man tun könnte, dann kann Squad für euch ein ziemlich harter Einstieg werden und dann könnt ihr schnell die Lust verlieren und mit ein bisschen Pech gewinnt ihr dann eine schlechte Erfahrung daraus und das wollen wir mit diesem Video vermeiden. Ich springe mal direkt ins Tutorial, um euch zu zeigen, wie die Grafik-Settings das Spiel beeinflussen können, weil da müsst ihr am Anfang ein bisschen einstellen gehen. Je nach eurer Hardware, nach eurer Voreinstellung, kann das Spiel dann dementsprechend nicht so gut aussehen bzw. behinderlich sein, weil gerade Motion Blur nervt. Wenn das Bild unscharf ist, nervt das. Wenn das Anti-Aliasing aus ist, nervt das. Ziel ist es halt einfach, ein gestochen scharfes Bild zu bekommen. So, gehen wir in die Settings rein. Ihr müsst hier vor allem aufpassen, dass die Auflösung eurer matcht, also eure Standardauflösung, beziehungsweise, dass es dann entsprechend anpasst, wenn ihr eine andere Auflösung habt, weil sonst kann das zu Problemen führen. Ich habe mehr Monitor-Setup. Das heißt, hier Vollbild zu haben, bringt bei mir minus FPS, plus ich kann nicht einfach aus dem Bild rein und raus switchen. Da müsst ihr ein bisschen spielen, gerade wenn ihr mehrere Monitore habt. Je nachdem, welche Monitore habt und welche Größe die haben, kann hier auch schon der erste FPS-Drop sein. Da müsst ihr dann gucken, wie stabil die Frames sind und dann ein bisschen hier rumspielen, gucken, was dann funktioniert und was nicht. Seid Squad. Denn hier gerade für ältere Grafikkarten müsst ihr gucken, welche DirectX-Settings dann wirklich funktionieren oder nicht. Könnt ihr auch entsprechend später machen. Ne? DirectX 12 sieht grundsätzlich besser aus und sollte bessere Ergebnisse liefern mit neuerer Hardware als mit älterer Hardware. Da müsst ihr dann ein bisschen gucken. Müsst ihr dann einfach im Live-Spiel oder im Tutorial dann einfach gucken, wenn ihr den Tutorial-Step macht. Macht am Anfang einfach das Tutorial durch, wenn ihr das erste Mal gespielt habt. Komme ich auch später nochmal zu. Dann View Distance, logischerweise. Je nach Hardware müsst ihr das dann entsprechend einstellen. Je höher die ist, desto besser ist es für euch. Grundsätzlich, weil ihr deinen Gegner am Horizont besser erkennen könnt, beziehungsweise die werden dann schärfer dargestellt. Und gerade das schärfer darstellen hilft euch dann natürlich, deine Gegner besser zu sehen, weil wenn ihr da irgendwas war Unwahrscheinliches haben, was sich dadurch bewegt, kann euer Gehirn halt einfach die Struktur dieses Gegenstandes nicht erkennen und logischerweise überseht ihr das dann leichter. Weil je verwaschener der Gegenstand ist, desto weniger kann quasi die Geometrie von der Form in eurem Gehirn dann erkannt werden und dementsprechend erkennt ihr das dann nicht, obwohl ihr es dann entsprechend vielleicht seht oder auch nicht. Kommt natürlich dann ein bisschen auf euch an. Wenn ihr ein bisschen Grafik-Settings sparen wollt, ja, gerade oder Leistung bzw. Leistung, Schatten könnt ihr ruhig auf niedrig stellen, weil die Schattenqualität generell in dem Spiel ist schwierig, ja. Und da könnt ihr halt einfach mit wenigen Mitteln viele Frames sparen. Kann blenden, gerade wenn ihr gegen die Sonne schießen müsst, sieht halt viel hübscher aus. Eure Entscheidung, Motion Blur ist standardmäßig an, machen wir aus. Bildunschärfe ist maximal unten, macht es auch hoch. Dadurch wird das Bild ein bisschen schärfer. Spielt einfach ein bisschen mit den Settings rum, springt immer wieder ins Tutorial, guckt, wie es aussieht, guckt, ob es gut ist, ob es schlecht ist und dann passt es dann dementsprechend an, wenn ihr die Zeit dafür habt. Habt ihr eure Einstellungen angepasst? In dem Fall habe ich das genauso gemacht wie in meinem Einstellungsvideo. Dann guckt mal rein, Bild wird schärfer, Rest wird schärfer, ihr seht einfach die Gegner. Und damit ist es dann viel leichter, den Gegner zu erkennen, beziehungsweise einfach schön scharf. Und genauso soll es auch sein, schön scharf und knackig. Habt ihr dann für euch alles entsprechend eingestellt, dann geht einfach durchs Tutorial durch. Warum durchs Tutorial durchgehen? Ihr lernt einen Haufen Zeug, was ihr auch wirklich brauchen könnt. Wie sieht mein Feind aus? Wie bewege ich mich? Welche Tasten sind für was gut? Und die wichtigsten Dinge bekommt ihr im Tutorial sehr schnell, sehr effizient beigebracht. Und wenn ihr das dann nachher unter Kriegsbedingungen dann quasi lernen müsst, dann behindert das nicht nur euer Squad, sondern euch auch selber und nimmt euch dann den Spielspaß. Deswegen tut euch und der Squad-Community einen Gefallen, geht einmal ins Tutorial rein, macht das durch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und anschließend könnt ihr dann ab mir in die Live-Game gehen. Für die, die das Tutorial wirklich auch noch nicht gemacht haben, auch die älter dabei sind, im Tutorial findet ihr viele versteckte Easter Eggs. Ich habe dazu ein kleines Video gemacht, wo ich viele der Easter Eggs zeige, nicht alle. Und ihr könnt den Rest finden, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ihr könnt gucken, ob ihr die Zombie-Welle überlebt oder auch nicht. Mehr verrate ich nicht. So, Tutorial ist gemacht, Einstellungen sind gemacht. Jetzt können wir auf die Serversuche gehen. Drückt dafür auf den Serverbrowser, auf Filter. Da könnt ihr dann entsprechend eure Sprache einstellen. In dem Fall sind wir ja Deutsch. Tippen wir hier mal auf Deutsch. Gehen dann unter Spielstil. Haben wir nachher noch Möglichkeiten, das einzustellen, je nachdem, wie weit ihr seid. Suchen hier direkt nach Player-Friendly, um dann rauszufinden, wo wir aktive Spieler haben, beziehungsweise aktive Server in der deutschsprachigen Community. Stehen hier keine Ergebnisse, müsst ihr in der generell ein bisschen warten. Steht da gar nichts an mehreren Versuchen. Verlinke ich euch ein Beispielvideo, wie ihr das dann einstellen könnt in Steam mit dem Serverbrowser. Dann habt ihr die Auswahl, könnt hier ein bisschen gucken.
Rechts und links seht ihr dann die Einstellungsmöglichkeiten bzw. was der Server bietet, Ping und sonstiges. Die Squad-Spitzenzeiten in Deutschland sind unter der Woche zwischen 16 und 22 Uhr. Danach geht es schnell hoch und runter. Und da müsst ihr dann entsprechend auf andere Server ausweichen, wenn ihr vorher oder nachher spielen wollt. Weil wenn das Sandmännchen zuschlägt in Deutschland, dann sind alle am Schlafen, weil die meisten Squad-Spieler sind halt einfach berufstätig. Sucht euch am Anfang einfach ein offenes Squad aus, schaut, ob der Squad-Leader redet mit euch. Wenn nicht, verlasst das Squad, wartet ein bisschen. Es kann manchmal einfach ein bisschen dauern, bis ein Squad geöffnet wird. Seid ihr neu in Squad und habt erstmal nicht Erfahrung, benutzt am Anfang einfach den Rifleman als Klasse. Weil der Rifleman ist die beste Einstiegsklasse, genauso wie die beste Experience-Klasse. Und der Rifleman ist unverzichtbar für ein Squad. Die meisten Klassen gibt es in unterschiedlichen Konfigurationen. Wir nehmen natürlich die Konfiguration mit Scope, weil wir brauchen Scope am Anfang. Weil ohne Scope am Anfang zu spielen ist echt heavy. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall einen Scope mit. Wichtig für den Anfang ist, nehmt auf keinen Fall den Scharfschützen. Schnappt euch ein vernünftiges Kit, nehmt den Schützen. Und anschließend kommuniziert klar und deutlich, dass ihr neu in Squad seid. Haltet den Spawn fürs Erste, bis der Squad-Leader was sagt. Hallo, ich bin neu in Squad. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ja, gar kein Problem. Wir können es dir erklären. Perfekt. Na, sagen, das war Neues. Immer ganz wichtig. Perfekt. Genau, immer auch aufgeben schön. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach von den Gegnern killen lassen. Auch wichtig. Ja, genau. Über offene Felder rennen, das ist ein sehr guter Tipp auch. Perfekt, das sind die besten Tipps. Fangen mal gucken. Man hat immer Einzelfeuer, Mehrfachfeuer. Mit der Maustaste kann man da umschalten. Stance kann man hier kontrollieren, sieht man auch immer rechts unten. Hinlegen geht genauso. Wenn ihr kommt mit Stances, springen auch ganz gut. Das machen wir dann gleich. Und jetzt ist erstmal Downtime. Schön, haben wir direkt schon hier die Karte. Ich kann auch hier sehen, welche Klassen wir haben. Ich kann auch mit Linksklick im Feststelltastenmenü auf Squads oder sonstiges drücken. Ich kann auch Einheiten verfolgen. Wenn man Steuerung zum Beispiel drückt, wenn sie gerade nicht in dem Fahrzeug sitzen, haben sie eigentlich geklammert, dann lassen sich Squad-Leader besser betrachten zum Beispiel. Kann man relativ viel machen mit. Vor allem ist es dann gut für die Freund Feinde, genau. In dem Fall sind wir Russen. Solltet ihr euch immer die Tarnung angucken, wie die ja so aussehen. Und alles, was nicht nach Wodka oder was nicht nach Wodka stinkt oder quietscht, ist nicht russisch, dann ballern wir drauf. Hier könnte es schon heiß werden. Wir sind extrem langsam, sind hier rübergefahren. Und hier so runter, kann der Feind leichter rankommen. Einfach direkt. Sonstige Wege. In der Regel braucht der Feind dann hier. Kann es gleich heiß werden. Wenn wir so ein bisschen den Blick drauf haben, wenn wir die Karte so teilen würden. Wo kann der Feind ungefähr sein? Six ist schon tief drin. Man hat auch Feststellkarte für große Taste und hier für kleine, da könnt ihr auch rein und raus zoomen. Ist einfach Infanterist, immer ein bisschen rein so. Aber alles andere interessiert euch nicht. Das ist eher für Squad Leads. F-Taste ausladen bitte. Wenn wir hier angekommen, mit der F-Taste drücken, wieder einen ausladen. Ein Hub kostet 600 mit Munitionskiste. Und er sagt, hey, raus, Feindfahrzeug, Achtung. In dem Fall wissen wir es nicht. Das Fahrzeug ist weit weg. Hört man. Wie funktioniert das mit der Schaufel? Rechtsklick hochschaufeln, ja? Ja, das wäre super. Das gefällt mir ja gar nicht, das Fahrzeug gluckern. Immer in die Richtung, wenn der Gas kommt. Kleiner Tipp auch, mit der Feststelltaste gedrückt. Mit der linken Maustaste gedrückt, hat die Feststelltaste, schaufelt ihr automatisch. Dann könnt ihr wieder Feststelltaste wegdrücken. Bradley. Und dann könnt ihr automatisch schaufeln, könnt ihr euch ein bisschen umgucken. Ah ja, das ist Hab geht jetzt online nach 40 Sekunden, das heißt, wenn hier der beim 2 Drittel ist, weil das Dach drüber ist, dauert 40 Sekunden, dann kann der andere gleich gehen. Ja, alles cool. Und so, jeder Hub gehört eine Munikiste, die braucht man auch, gerade der hat. Der braucht Muni. Mit denen hängen wir uns ein bisschen ran, weil wir sind Schütze. Und als Schütze ist unsere Aufgabe, den Beutel hier zu nehmen. Auf der 6er-Taste könnt ihr irgendwann mit rumswitchen. Und dann gefühlt jedem Shooter-Spiel. Da habt ihr ordentlich Munition drin. So ein Hardware braucht zwar richtig viel Muni, aber die können wir auch beliefern, zumindest einmal. Bradley übernimmt kurz 6, glaube ich. Komm, schieß drauf.
Einer von euch kriegt Nachschubmunition. Ja, wenn er nicht wegfährt. Ah, der steht da nur noch. Links, rechte Seite. Rechte Seite steht Fahrzeug. Hier kommen wir hier vorne. Wieder rechts. Ich will mal hören, woher das Fahrzeug schießt. Wenn man jetzt tot rumlegt, kann man auch ein bisschen reinhören, woher das schießt. So ein 50er Schuss ist relativ tödlich. In dem Fall hat er mich nicht in den Kopf getroffen, sonst wäre die Zeit hier nicht hoch. Das heißt, zwei Kugeln haben mich erwischt, wahrscheinlich so die Brust. Unser Job ist halt immer Munition an die wichtigen Leute zu geben, die sie auch wirklich brauchen. Dann guckt ihr nach, wie viel Muni habe ich noch. Und dann leert es auf. Versucht nicht zu viel Munition an andere zu geben, weil die bedienen sich dann immer an allem. Und da gibt es so einen Knopf, der heißt Eat All. Und dann ist eure Munition schneller weg, als ihr gucken könnt. Kann auch einzelne Munition nehmen oder Rearm All machen. Das heißt, wenn ihr bei anderen seid und Munitionsmangel habt, dann nehmt euch wirklich nur das, was ihr braucht. Weil alles andere ist dann immer so ein bisschen... Wir schaffen das Radio wieder ab, laden alles ein in den Logi und machen uns auf den Weg. In dem Fall müssen wir wieder abschaufeln, das heißt das Radio. Vor alles rein in die Olga. Ja, das ist der Schade. Das war super wert. Schaufel links zum Hoch und rechts zum Abschaufeln. Und wenn man Freund Radio abschaufelt, verliert man keine Tickets. Man sollte die auch nicht ungedeckt dastehen lassen. Aber da könnt ihr einfach euren Chef hören. Mit der Alt-Taste könnt ihr euch parallel dazu auch umgucken. Man wäre ja nicht so überrascht, wenn da jetzt jemand in die Tür kommt, dann hat er vielleicht noch ein paar Sekunden Zeit. Wenn derjenige dann schlecht schießen kann, könnt ihr den Fight auch noch gewinnen. Aber weil es unser eigenes Radio ist, geht es nicht ins Bleed. Und wenn der Feind es schaufeln würde, wird es 60 Sekunden dauern. Wo es quasi in den Bleed geht. Und die Flagge ist demnach hier hochgesprungen. Das von Apartments geht es dann. Achtung, Tegra. Hier rüber. Nein, MRAP nördlich. Entweder ist es dann hier Apartments. Tunnel weiß ich nicht. Die Apartments, die Apartments. Oder hier hin, da kann man auch auf Squadlanes immer nachgucken, aber solange kein Squadleader seid, betrifft euch das nicht. Ansonsten betrifft euch das. Munitionsgrad könnt ihr unten rechts übrigens nachlesen. Da seht ihr, welchen Feuermodus habt, welches Z-Ring habt und welche Waffe ihr habt. Und wie euer Munitionsstatus ist. Wichtig ist auch unten immer hier, die HUD zu benutzen. Und dann könnt ihr Zielcalls machen. Zum Beispiel von mir aus gesehen 50 Meter Nordost, wenn ein Feind jetzt da oben gestanden wäre. Jetzt bewegen wir uns schon ein bisschen durch Feindterritorium, aber ein bisschen gefährlich. Seht ihr schon ein brennendes Fahrzeug von den Amerikanern? Da ging schon die Post ab. Hat er wahrscheinlich getroffen. Natürlich jetzt nicht so mitbekommen. Aber trifft uns ja auch in der Regel nicht so stark. Und immer wenn ihr Munition haben könnt, sorgt für den Munitionsstatus. Mit Fahrzeugen hat man immer Munition. Kann hier gar nicht mehr herkommen. Wenn man jetzt schützen muss, man ordentlich haushalten. Es kann gut sein, dass ihr einmal zu viel Munition habt und dann seid ihr ohne Munition auf euch gestellt und dann müsst ihr gucken, dass ihr haushaltet. Oh, okay. Okay, wir packen das Radio auf Move Mark. Baum. Hier kann man auch erst ausladen, wenn ein Radio steht. Das heißt, der Chef von euch, der muss irgendwo hinlaufen. Jetzt dann hier irgendwo ein Radio. Sobald der Marker kommt, oben rechts seht ihr das dann gleich, dass ein Radio gesetzt wurde. Da kann man ordentlich dann setzen. Und mit etwas Glück, wenn er noch länger braucht, fährt das Fahrzeug vor und schießt den Lodge kaputt. Ja, das ist ein Fahrzeug. Den Lodgy weg. Einen guten Indikator Radius zu finden ist immer da zu suchen, wo der Lodgy steht. Die meisten Leute fahren die scheiß Dinger einfach nicht weg. Und damit ist es dann ziemlich offensichtlich, wer wo was, wie, warum und weshalb und wieso eigentlich. Einfach ein bisschen wegfahren. Das ist nicht ganz so offensichtlich. Aber sonst auch immer Nachsprache halten. Oder im Squad Leader. Der ist für euer Wohlergehen zuständig. Wir haben Feinde auf Hospital. Und der konnte überhaupt nicht schießen.
Wird extra mal Auto-Einzelfeuer geschossen, damit ihr ein bisschen umgehen lernt. Normalerweise Einzelfeuer immer drin lassen fürs Erste. Offene Hubs zum Feind ausgerichtet. Er muss einfach nur die Straße langfahren und sieht, das ist immer semi-geil. Überlegt euch mal, ihr müsst da spawnen. Dann kommt ihr quasi hier raus und dann guckt euch das Feindfahrzeug an und bumm, seid ihr tot. So schnell kann es gehen. Man kann relativ an vielen Stellen wollten und über Hindernisse springen. Häuser und natürlich Deckung benutzen, so gut ihr könnt. Job haben wir noch nicht. Und der verkriecht sich da hinten. Wir sind in Granatenrange. Das heißt einfach eine Granate, 45 Grad hoch. Haben wir noch ungefähr 50 bis 60 Meter weit und dann macht's rum. Oh, den hat's erwischt. Genau so macht man das. Weil ihr Schütze seid, besonders beim Schützen. Munibeutel hin, Muni nach, zack, aufnehmen, fertig, wieder habt ihr eine Granate. Und das könnt ihr 10 Mal so machen. Das heißt, ihr habt insgesamt 11 Granaten, wenn ihr mal Munition habt. Sollt ihr natürlich immer gucken, dass ihr Munition nachholt. Und da merkt ihr schon, der ist blau. Der hat es mit der Zielerfassung ein bisschen. Der weiß noch nicht, was Freund Feind ist. Feind hat man Charlie. Wir sollen Stellung halten, scheinbar. Schalten jetzt mal auf Einzelfeuer. Da kann man schon das Einzelfeuer effektiver nutzen. Später mit genügend Erfahrung könnt ihr dann auch Dauerfeuer auf Zielgenauigkeit machen. Seht ihr das Fenster da oben? Da machen wir jetzt Ziel über mit Dauerfeuer. Da müsst ihr dann halt ein bisschen lernen, den Spray zu kontrollieren. Und da hört ihr schon, in die Richtung ist Feind. Mal hören, wie klingt die eigene Waffe. Könnt ihr dann an der ersten Flagge oder so machen. Könnt ihr ein bisschen mit umspielen. Mal gucken, wo der Beschuss herkam oder der Beschuss. Wir sehen den Gegner gerade nicht. Das heißt, er positioniert sich um oder. Oder wir haben einfach komplett keine Sicht drauf. Da umgegangene Kumpels könnt ihr einfach ziehen. Oder die geben instant auf. Hey, nicht instant aufgeben. Legt den Cover und gibt instant auf. Und das heißt Medic. Hä, instant? Der hat instant aufgegeben. Ja, instant. Das geht ja gar nicht. Instant. Eben. Als Medic bist du Vorbild für die anderen. Und als SL. Oder geh mal ein bisschen Druck auf Shipping Center. Schießt uns Einzelfeuer, in dem Fall ist er tot. Hm? Ist nicht tot. Oh, ja. Ja, zu lange überlebt, nicht geschossen. Erstmal kassiert. Flick in Cover, Medic. Also offene Hub sieht man auch nicht, ich hoffe. Das wäre zum Beispiel cleverer, die zwischen die Häuser zu setzen. Da haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Weil so, wenn der Feind... Man konnte nicht über das offene Feld. Da ist nicht so viel Deckung. Von da aus hat man direkt Blick auf die Hub. Von da aus und von da aus. Klar, kommt man normalerweise als Russe. Hat eher so einen geraden Strich darauf. Aber wenn der Feind da näher rankommt, weil es die Flagge ist, dann ist es schwierig. Und wenn das Radio schon hier steht, kann man schon vermuten, wo das Radio steht. Dass dann eher in der Richtung steht. Nordwestlich bei dem Kompass des Feindes. Auf Höhe der Mine. Dann Placement. Das Placement machen wir später. Wir erklären das später. Hier, das Radio, wenn das korrekt ist, wird uns erklären, wo die Hub hier ist. Ihr seht den weißen Kreis, das heißt, deren Radio muss frühestens hier stehen. Und spätestens dann irgendwo hier in dem Bereich. Weil hier innerhalb dieser Doppellinie, wo sie sich kreuzen, da kann es nicht stehen. Wenn diese Markierung richtig ist. Ich komme nochmal rein. Aber Medic kommt nicht an uns ran, wir liegen offen. Dann kann man auch mal respawnen. Und ich habe zwar keine Ahnung, was wir machen sollen, wir sollen angreifen. Guter Weg ist, nicht da hinzugehen, wo man schon ist. Und außen rum, aber wir bleiben mal bei unserem Squad. Am Anfang mal gucken, was möchtet ihr schießen, ob Einzelfeuer oder Mehrfeuer. Mittlere Maustaste wieder zum Umstellen. In der Hub habt ihr so ein bisschen Deckung, solange ihr dieses Tarnnetz hier seht. Da kann der Feind nicht direkt durchsehen. Allerdings... das Tarnnetz geht jetzt bis runter. Okay, damit wird das auch weg. Früher kommt man da unten ein bisschen durchgucken. Ihr seht, Tarnnetz nervt einen manchmal selber.
Gerade mit Schärfe und Unschärfe-Effekte. Jetzt ist es mal schwer über die Straße zu kommen. Wir als Schützer haben damit weniger Probleme. Wir können jetzt einfach smoken. Wir smoken jetzt einfach mal die Straße. Scheinbar guckt der Feind nicht in die Richtung. Wir haben Munition nebendran. Wenn man da einfach rüberlaufen kann, müssen wir nicht mehr absmoken. Vielleicht wird es dann immer gucken, dass die Ausdauer, die jetzt unten mittel sind, okay, hoch ist und einfach ein bisschen zigzaggen. Das heißt A und B immer random zu drücken. Immer mit gewissem Abstand natürlich. Wenn ihr selber nicht wisst, wo ihr dann direkt hinlauft, ob ein bisschen mehr rechts oder rechts und links, dann kann es der Feind auch nicht. Ich guck mal, ob ich das irgendwie auf. Da haben wir einen Kollegen. Wir als Schützen können natürlich gut smoken. Dann smoken wir den mal ab. Der hat aufgegeben. Seid und dann auf die Füße oder den Kopf zählt, könnt ihr die Leute mitziehen. Dann zieht ihr die einfach in Deckung und der Rest macht dann der Medic, wenn er da ist. Wenn der Medic nicht da ist, auch als Schütze habt ihr wieder zigtausend Cluster wegen der Munitionsbeute. Das heißt, es ist kein Medic da, seid ihr der Nächste, der dafür verantwortlich ist, dann wieder aufzuheben, falls möglich, logischerweise. Wir wissen, dass da hinten das Ding ist. Deswegen können wir mal einfach Granaten werfen. 45 okay, Grad, rennen, schmeißen, Max Range. Da oben ist ein Gegner im Haus. Geben wir uns mal in Deckung. Bilden eine Linie mit dem Baum gegen ihn. Hat er keine Sicht, außer wechselt das Fenster und dann hoffen wir, dass es reicht. Binden, zubinden, anbinden, bisschen weg vom Ort. Ruin, wir haben keine Sicht. Der hätte Sicht. Wenn er schlechte Grafikdetails hat, ich sehe nichts. Deswegen rufe ich ein bisschen ran. Dann gibt uns nämlich die Mauer. Pass auf, im Fenster im Osten ist noch ein Feind. Erster, zweiter Stock. Ja, bist down. Okay, dann pushen wir. Nur eine Stage. Immer auf achten, wenn der Feind viel Sichtschutz hat oder viel taktische Deckung. Der läuft da voll rein, das Schussfenster ist grün. Das ist, wir können ranpushen. Mal gucken, dass er dann, wenn ihr über offenes Feld lauft, mit Ausdauer und dann zigzaggen. Wurde ohne Ding, hätte er gesehen. Und da kam ein Sniper noch von Osten. Das heißt, hier oben muss irgendeiner sein. Der kam aus Nordwest. Ja. Und dann haben wir dann mal die Bestätigung. Passt noch zu reden. Also ja, von hier kann es nicht gekommen sein, wir hatten ja noch die Rüstung da. Und der eine Schuss ging direkt in die Birne. Ne, beziehungsweise ne, wahrscheinlich nicht. Wir waren ja schon ein bisschen angeschaut. Wie bitte? Ich guck mal, ob der ist. Nee. Gucken, ob die Feststellungsradio ist. Mal hier sehen, jetzt haben wir den Rockmus. Die innere Linie kann es nicht sein. Wegen der Überschneidung. Das Radio da unten ist bestätigt. Das heißt, das Radio muss hier innerhalb dieses Gebietes sein. Jetzt warten wir mal, ob uns einer aufheben kann. Alle sind tot. Das heißt, jetzt müssten wir überlegen, nachzuspawnen, um Druck ausüben zu können. Wenn zu viele liegen bleiben oder zu viele gleichzeitig aufgeben und man falsch spawnt, das ist natürlich immer ein Problem. Hier wird ordentlich nachgetankt. Nur da kommt uns keiner holen, jedenfalls nicht in den nächsten 120 Sekunden. Tickets haben wir noch, Call ist der gleiche. Wenn man da jetzt nicht Druck auf die Hub aufgibt, können die Leute nachspawnen. Okay. Wir gucken mal ganz kurz, wie wir rauskommen. Immer ein bisschen ADSen, Lage checken. Ich hätte die Deckung. Jetzt wisst ihr, da könnt ihr wahrscheinlich ranlaufen. Kann auch mal sein, dass der Feind immer dann kommt, wenn ihr nicht guckt. Passiert häufig. Hat man Pech, ist halt so. Und dann ein bisschen ranziehen. Als dunkelgrüne Russen sind wir natürlich getan. Ein dunkelgrün. Büsche helfen auch mal ein bisschen. Wir fangen zwar keine Kugeln ab. Das Radio ist übrigens offen hier. Das hat noch keiner gesehen, obwohl es direkt vor uns steht. Direkt auf deiner Position. Ja, direkt hier auf meiner Position. Da sind schon ein paar von euch vorbeigelaufen. Oh, pst. Der Blueberry findet das Radio. Okay. Damit geht die Abgleich auf. Wäre schön, wenn ihr Nachspawn mit Deckung gibt, dann haben wir das Problem weg. Dann können wir kostenlos auf Shopping Center gehen.
sowas sollte man auch nie machen, ein Radio so dermaßen offen setzen. Da kann man einfach mit dem Fahrzeug ranfahren, da mit einem Latt oder Hut drauf schießen. Dann gibt es so viele Möglichkeiten, das Radio rauszunehmen. Sobald es eine Stufe runter ist, wie ihr das jetzt hier seht, kann der Feind nicht mehr spawnen. An der Hauptkirche kann dann noch Readys haben oder Munition aufnehmen und die Repair Station funktioniert auch noch, bis das Radio weg ist. So placed man übrigens Radios. Das sind die besten Radios. Einmal kostenlose Tickets. Wieder zur Deckung. Da auch in die Richtung gedreht. Jungs, Feind ist Nordwest. Wir haben 1, 2, 3 Leute den Job gehabt zu decken. Sie schaffen es nicht. Wenn ihr seht, dass ein anderer das Radio abschaufelt, gebt dem Deckung. Das ist nicht, wenn einer schaufelt. Vorzugsweise die mit Score, zum Beispiel der Byte, hat einen Score, hätte uns decken geben können. Der hier hat keinen Score, in der Regel. Ne, der hat keinen Score. Der kann dann zum Beispiel mitschaufeln, aber wenn ihr euch gegenseitig Deckung gebt. In dem Fall wird es für den Feind sehr schwierig sein, hier die große Straße zu crossen. Ach, der Gegner kommt zum Radio. Gegner kommt zum Radio, Quark. Gegner am Radio. Und selbst wenn ihr manchmal tot seid, im Liegen bleiben, könnt ihr auch Gegner hören und dann die Calls machen. Und mit der V-Taste könnt ihr das dann im Umfeld machen, das heißt nicht nur euer Squad kann das sehen, sondern auch das Gegner-Squad. Und in dem Fall hat es vielleicht dem Squad-Lead den Arsch gerettet. Und dann geht das Radio offline. Das sind leckere 21 Tickets. Und der Feind kann hier nicht mehr spawnen. Der hatte vorher seinen Hub hier. Und jetzt hat er aktuell keinen Spawn, jetzt muss man quasi einfach nur die mobilen Spawns aufräumen und dann kann man Shopping Center einnehmen. Ist es weg? Radio ist weg. Sehr schön. Und weil wir jetzt hier keinen Druck haben, also explizit keinen Druck, hier kommen keine Gegner darauf gepusht mehr, können wir auch mal liegen bleiben. Weil normalerweise müssen wir immer gucken, dass wir ein bisschen Tickets sparen. Manchmal kann es aber auch sein, dass man richtig reinpushen muss. Und wann pusht man in der Regel rein oder wann muss man Druck machen? Wenn es entsprechend gefordert wird. Zum Beispiel, wenn wir hier die Hub hätten und wir haben die weggestrikt und das Radio steht zum Beispiel hier, und dann hätten wir direkt aufgeben müssen, also noch 25 Sekunden, das ist der Mindesttimer für die Hub, 15 Sekunden fürs Rally, aber Rally läuft immer im 60-Sekunden-Zyklus ab. Und wenn da keiner einen Call macht, ist auch nicht so notwendig. Und da ist der Medic schon, der will seine Punkte holen, und dann lassen wir uns verarzten und dann kann man auf Shopping Center gehen. Und anhand dieses Radio-Placements wissen wir schon, dass ein anderes Radio wahrscheinlich irgendwo da oben steht. Ist natürlich als Infanterist ein bisschen schwer zu sehen. Aber oben hier in diesem Bereich, da kann das nächste Radio stehen. Kann auch nur ein Rallye sein, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Man kann immer Vermutungen anstellen. Wenn da regelmäßig eine bestimmte Einheitanzahl herkommt, könnt ihr Rückschlüsse darauf ziehen, was da eigentlich herkommt. Ne, das ist weg, das haben wir weggemacht. Ja, ich hab's im Command-Check gehört. Hier liegen Tote, die reden nicht, immer schlecht. Wenn ihr tot seid, da rumlegt, dann könnt ihr auch kommunizieren. Zum Beispiel der Gegner ist tot, mit dem habe ich getradet, der lag da, das ist folgender lang in dem Abstand passiert. Alle Informationen sind besser als keine, weil keine Informationen kann dann bedeuten, dass ihr da auch reinlauft und dann alle sterben, weil der Gegner irgendwo sich nicht bewegt in der Mauer oder in den Busch sitzt, das ist immer schwierig. Hier verseht ihr das schon, man kann zwar einen Squad an den Gerät und dann laufen, kann auch schießen, aber ihr würdet gegen das Objekt schießen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie eure Waffen im Vergleich zum Feind anhört, könnt ihr es auch immer hören. Jetzt haben wir hier ein schweres Fahrzeug aus der Richtung. Oh ja, und jetzt gucken wir mal, ob ihr euer Audio eingestellt seid. Ich verfolge das ungefähr mit dem, wie ich es höre. Wie schnell es ist. Das wissen wir schon. Das ist eine Kette. Ja, es ist doch eine Kette. Uns wird ein Bradley gemeldet. Jetzt gehen wir mal nachgucken, ob es ein Bradley ist. Könnte nämlich auch der MBT sein. Und es fährt natürlich genauso, dass wir es nicht sehen können. Dagegen machen können wir nichts. Jetzt müssen wir gucken, sobald ihr was seht, Schütze seid. Da unten ist der erste Latt. Das heißt, wir laufen zu dem Latt. Wir haben Munition. Hier gibt es Munition, Paramount. Munition bei mir, Paramount. Wir munizieren mit dem, was wir für ihn Muni haben. Versuche ihn zu tracken. Munition liegt hier. Hier ist Muni für dich. Wir nehmen aber Abstand, weil das Fahrzeug hat natürlich entsprechenden AOE-Schaden. Und da war das Fahrzeug weg. Sehr schöne Arbeit. Ich würde sagen, der hat nicht lange gehalten, ne? Oh, war ein leichtes Fahrzeug. Braucht jemand noch Muni? Hier liegt Muni. Bietet eure Munition immer an. Falls irgendjemand das braucht. Ist gut.
Base. Nachgucken. Braucht keiner Muni. Kann wieder aufnehmen. Können selber mal kurz munitionieren. Wir wollen immer so ein bisschen Muni drin lassen. Es könnte im schlimmsten Fall sein, dass der Squad die dann Rally braucht. Und das Rally ist echt häufig nützlich. Er müsste immer 50 Muni übrig haben. Und mit der Zeit lernt ihr dann auch, was was kostet. Das kommt von ganz alleine mit der Zeit. Allein schon, wenn ihr in die Richtung zielt, seht ihr ja, wer der verbündete Ding bekommt. Bis ihr müsst nicht direkt drauf zielen. Und allein, wenn ihr in die Richtung guckt. Jetzt hört ihr da hinten, da schießt was. Und wir haben Feinde gemeldet in der Richtung. Heißt, da könnte Feindkontakt sein. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Manchmal sehen die Fraktionen relativ gleich aus. Das ist am Anfang immer schwierig, da rauszuhören oder rauszusehen, was was ist. Aber das lernt man mit der Zeit. Wir können auch am runden Start immer angucken, einmal die Einheiten durchswitchen, wie was aussieht, dann ist es leichter. Und dann auch immer, wenn ihr zum Beispiel gerade in urbanen Gebieten lauft, guckt, dass ihr den Arsch an der Wand haltet. Sorry. Weil dann kann der Feind schon mal 180 Grad nicht aus der Richtung kommen, das heißt, hier müsst ihr nicht hingucken. Und dann gucken, viele Gebäude in Squads sind begehbar, hier kann man rausgucken, da einen Blick drauf machen. Und dann eben die Gegner scannen, kurz anhalten, scannen, Ausdauer holen, weiter rennen. Und dann Rinse Repeat und Rinse Repeat. Von Deckung zu Deckung. Und dann könnt ihr auch natürlich natürliches Gelände benutzen wie hier. Hilft auch. Und natürlich hören. In dem Fall hören wir da ein schweres Fahrzeug, aber das müsste unseres sein. Ist 3, den hört man relativ weit. In dem Fall können wir sogar gucken, wie weit es weg ist. Und hat das Fahrzeug 350 bis 400 Meter. Wir uns immer noch. Jetzt haben wir es nicht mehr. Also ungefähr 400, 450 Meter. Wo es deutlich hörbar ist. Natürlich, wenn nicht gerade gehart geschossen werden. Wir haben jetzt Feinde aus der Richtung gemeldet. Wir bleiben aber jetzt mal in der Cap, weil wir wollen die Cap-Punkte haben. Aber wenn es durch ist, heißt es mehr Tickets für uns. Und mehr Tickets sind gut. Dann könnt ihr nämlich auch mal aufgeben. Und vor allem, wenn viele blaue Helme da sind, die sie denken, Counter-Strike oder Call of Duty, die machen direkt aufgeben. Egal, ob da Medic liegt und sie in Cover liegen. Da wird nicht nachgedacht, der wird einfach gedrückt. Und das ist für Milsim-Spieler halt immer schlecht, wenn du solche Leute hast. Aber man gibt denen ja auch immer eine Chance und kann dann nochmal nachadaptieren. In dem Fall hören wir das Fahrzeug wieder, ist unseres. Wenn ihr euch nicht sicher seid, Shift-Taste drücken, große Map, nachgucken. Oder auch die kleine Karte ab und zu mal aufmachen. Immer gut als Soldat. In dem Fall wissen wir, hier wird die Hub überrannt. Das heißt, hier wird irgendwas sein. Klar, sehe ich immer. Money. Müsste noch über 60 drin sein, bedienen dich. Ja, danke. Sehen wir das auf. Wir haben jetzt ein Fahrzeug hier und sonst keinen anderen, der, wo wir uns aufmunitionieren können. Hier in der Nähe ist auch kein Feind, wir hören auch nichts. Ey, ich brauche mal kurz Munition, Rotfelder. Sprech die Leute mit dem Nickname an. Es müsste nicht mehr viel drin sein, ne? Ja, doch, ich hab schon. Reicht, perfekt, danke dir. Kurze Rücksprache, danke sagen, hallo sagen. Das kam aus Südwesten. Aus Apartments raus. Okay. In dem Fall war da. Blatt ist down. Da war einer in Apartments. Ist halt immer schwer, den zu sehen. Das macht's mit Erfahrung dann. Manchmal sieht's auch ein bisschen komisch aus. So. Hier haben wir gesehen, die Hub ist kurzzeitig offline gegangen. Wenn sowas passiert, dass sie kurzzeitig offline geht, dann ist der Gegner nicht am Radio, sondern an der Hub vorbeigelaufen. Oder er steht jetzt da drin. Und damit man eine Hub blockiert, müssen zwei Leute in dem Gebiet sein. Derjenige hat das nicht bekommen. Der ist nämlich direkt gespawnt, rennt erstmal zum Munitionsbeutel. Daran kennt man auch ein bisschen, wer was weiß und wie nicht und warum und weshalb und wieso. So, Squad Leader gibt uns keinen Auftrag. Wir sind aber im Bravo-Teil, wie es aussieht, ja. Wir ziehen uns zum Repair erstmal zurück. Ja, macht das, der Latt ist tot. Ich weiß aber nicht, ob es ein Einzelner war. Gib die Informationen hier ab, direkt weiter, immer gut. Weil dann freuen die sich, weil unser Job als Infanteristen ist, die dicken Fahrzeuge zu verteidigen. Also sobald es dann darauf ankommt, wenn ihr Infanterie gegen Infanterie spielt und die Fahrzeuge dann entscheiden, die geben euch dann einfach die Feuerüberlegenheit oder tanken ein paar Schüsse. Das heißt, je besser die Infanterie mit den Fahrzeugen zusammenspielt, desto leichter wird das Gewinnen. Ist ja auch klar, wenn ihr dann 30er habt, der da einfach die Gegner einfach niedermäht und die hinten dran den Rest direkt mäht, dann weint der Feind rum und dann fühlt er sich überlaufen und dann brecht er ihn auch. In dem Fall pushen sie von Airfield aus schon runter. Oben scheint nichts zu sein. Doch, da ist die Hub, wie angekündigt, und das Radio wird wahrscheinlich da aufstehen. Seht ihr auch wieder. Mit dem Umkreismarker hier haben wir leider die Hub nicht mehr. Hier stehen. Aber von vorher wissen wir, dass es hier ist. In dem Bereich sein muss. Gegner schaufelt an unserem Radio. Eigenen Status seht ihr oben links, wie es aussieht.
Das heißt, sie sind in dem Gebäude, wo die Hub ist, eingedrungen. In dem Fall schießt Icy. In dem Fall, wenn wir planen hier, wo er zu schießen, wisst ihr schon, Einzelschuss einstellen. Ist einfach am Anfang einfacher. Weil mit Autofeuer da Einzelschuss zu machen, ist gar nicht so einfach. Braucht halt ein bisschen Skill. Mit der Zeit kriegt ihr das und dann könnt ihr anfangen umzustellen. Aber am Anfang Einzelschuss. Ich mache das jetzt extra nicht, weil ich mit Einzelschuss viel schlechter schieße. Und dann immer denke, warum habe ich nicht geschossen. Feind kommt aus Süden. Hinter Hospital. Zumindest vereinzelt. Da haben wir nicht sauber getroffen. Smoke da deckt ein bisschen. Und wenn ihr stillsteht, immer schlecht. Zumindest so ein bisschen wackelt. Und dann aufhält beim Schießen und dann Shift drücken zum Luft anhalten. Dann trefft ihr besser. Wir rücken jetzt ein bisschen vor. Hoffen, dass wir in der Zeit nicht beschossen werden. Schnappen uns hier ein bisschen den Winkel. Kannst du kurz 6 sagen, die Hub kann nur im Laden sein, das Radio. Ja, gucken, ob da noch mehr kommt, weil der Feind kam aus der Richtung. Auch hier wieder, mit dem Einzelfeuer hätte man da auch dem einfach einen dicken Kopfschuss geben können am Anfang. Aber mit Autofeuer geht's halt auch. Aber wie gesagt, das muss man können, das erfordert halt einfach ein bisschen Zeit. Ein bisschen Recoil Control. Ich finde, die AK spielt sich so wie die AK in Counter-Strike Source. Von dem her ist es recht verwandt. Sonnenfeuer, ich geh dich mal aus dem Schatten ziehen. Auch hier wieder. In die Ecke ziehen. Ich bin schon dran, Dune. Alles klar. Schießt er nicht irgendwer vom Nordosten? Nee, der Gegner kommt aus Süden. So ungefähr Richtung 185 Grad hinter dem Hospital. Dankeschön. Da muss ein Rally sein oder so, bei der Squad-Stärke. Immer durchgeben, was ihr wisst. Weil irgendjemand wird es dann irgendwo markieren und dann wissen alle Bescheid. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil reinzuhören, woher kommen die Schüsse. Ein guter Trick ist immer, sich auszurichten, woher es schießt und versuchen, mit links und rechts auszubalancieren, woher kommt's. Und wenn ihr nicht wirklich schlechte Kopfhörer habt, dann ist es auch relativ gut möglich. Ja. Also normales Stereo-Headset reicht. Und gute Stereo-Headsets, mit denen ihr nicht nur schießen könnt, sondern auch Musik hören könnt, gibt es ab 100 Euro. Mit Kabel, logischerweise. Weil ohne Kabel kostet die gleiche Qualität dann ungefähr dann 250 Euro. Und wenn da noch Gaming dran steht, dann bezahlt ihr dafür 300 Euro. Ja. Und dann ist auch noch das Mic schlechte. Okay, Jungs, ja. Alle... Könnt ihr auch ruhig mal in der Hub drin stehen bleiben. Wieder her, am besten. Siehst du jetzt, der konnte mich nicht sehen, wegen dem Tarnnetz. Wir haben da rausgeschossen, ist tot. Deswegen auf die Hub aufliegen als MG war früher echt nice, weil die Tarnnetze nicht da waren, aber jetzt wo die Tarnnetze da sind, ist halt nicht so gut. Da positioniert man sich eher so, dass man aus dem Tarnnetz den Gegner nicht sehen kann. Ja, und als Schütze, da ist ein Medic da, aber ich zieh's jetzt einfach durch. Weil ich euch sowieso voll labern muss, kann, darf, mag. Aber hier sehen wir auch wieder. Auch wenn ihr nur bloß in die Richtung guckt, gilt das auch mit Alt. Mit der Alt-Taste könnt ihr euch auch aus Deckung umschauen. Hilft manchmal. Sobald der Gegner mittig ist in eurem Bildschirm, seht ihr die Schrift und die wird dann immer klarer. Ja, was müssen wir machen? Ist immer schlecht, wenn der Squad wieder keine Respektive gibt. Mal Munition auffüllen, wenn ihr gerade könnt. Ihr merkt schon, Munition wird langsam knapp und sobald die Munition wirklich knapp ist, kommen wir ins Spiel. Eigentlich auch immer, bevor ihr irgendwo rausläuft, mal links, rechts gucken, einfach nur zur Kontrolle, ist da was, bewegt sich da was. Und mit etwas Glück seht ihr den, bevor ihr euch seht. Squad-Stärke auf F4. Ein einfach. Zentral. Ja, war das leicht. Hoffe, ich habe euch was beibringen können. Nice, GG. Danke, Squad-Lead, fürs Leaden. Seid am Rundenende immer so nett und sagt einfach danke fürs Leaden. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen unterstützt, euch geholfen, euch begleitet. Mehr Material findet ihr in Zukunft auf meinem Kanal. Sollte das Video outdated sein, werde ich es natürlich aktualisieren. Was gibt es noch zu sagen? Auf meinem Kanal gibt es entsprechend Gameplay von verschiedenen Klassen. Da könnt ihr auch ein bisschen reingucken und reinschnuppern. Ich würde euch für die nächsten ungefähr 10 Stunden, wenn ihr gerade angefangen habt, den Schützen empfehlen mindestens. Weil die Klasse ist einfach universell super. Ihr habt viele Granaten, ihr habt viele Möglichkeiten, nehmt die.
bleibt erstmal dabei, danach geht auf den Medic und bleibt bei den Primärklassen. Sie lasst einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, wenn es euch geholfen hat. Das wäre super lieb von euch. In Zukunft wird es auch weitere Tutorials geben. Anderenfalls habe ich noch Gameplay-Material da von verschiedenen Klassen und verschiedene Ansätze zu spielen. Gerade auch für erfahrenere Leute. Da geht es dann ein bisschen weiter. Ich gucke, dass ich dann das Material dann entsprechend aufstocke. Piranha, over and out.